Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge unserer neuen Serie Was ist was? Zu Themen der Philosophie, der Spiritualität, der ganzheitlichen Betrachtungsweise dieser Illusion namens Leben. Und wie immer mit meinem lieben Freund Dieter Broers, Professor für Informationsmedizin, der uns seine Erfahrungen und seine Realität mitteilt. Danke, lieber Dieter. Sehr gerne. Ich freue mich. Und ja. Es geht heute um das Thema Realität. Was ist Realität? Wir betrachten immer einen Begriff, den angeblich ja fast jeder kennt. Nur wenn man dann versucht, es zu erklären, fehlen einem wirklich die Worte für diese großen, so selbstverständlichen Begriffe. Ich möchte kurz ein Zitat nennen, das ich gefunden habe, das mir sehr entspricht, nämlich: Als Realität wird im allgemeinen Sprachgebrauch die Gesamtheit des Realen bezeichnet. Als real gilt zum einen etwas, das keine Illusion ist und nicht von den Wünschen und Überzeugungen einer einzelnen Person abhängig ist. Ja. Eine große Bühne, oder? Ja, und das ist auch richtig so. Beschreibt aber nicht, was die Realität grundsätzlich ist. Also im allgemeinen Sprachgebrauch kennen wir das in der Regel von Standpunktvertretern, wie mein Vater zum Beispiel einer war, der immer gesagt hat, als Top-Wissenschaftler übrigens, ich glaube nur das, was man messen kann, sehen oder anfassen kann. Okay? Und alles andere existiert nicht, ist quasi nicht real. Also das alleine bringt schon so ein bisschen in die Klarheit und sagt, okay, nur weil man es nicht beweisen, messen kann, ist ja etwas nicht gleichzeitig nicht da. Ja, also man hat viel entdeckt in der Zwischenzeit, was man noch vor kurzer Zeit für unmöglich hielt. So, also ich möchte ganz gerne dazu Folgendes sagen, und das ist auch am einfachsten, um das Thema Realität zu verstehen. Es gibt verschiedene Realitätsstufen. Wenn wir also das Modell, was du gerade vorgeschlagen hast, ich glaube, es ist von Wikipedia oder sowas, jedenfalls ist das das allgemeine Verständnis, genau. Aber faktisch ist es so, selbst ein Gedanke oder ein Traum, völlig unabhängig von der Qualität des Gedankens oder des Inhalts, ist ja auch Teil einer Realität. Ja? Und wenn wir jetzt einen Traum nehmen, bleiben wir bei dem Beispiel, dann wissen wir, okay, es ist ja nur ein Traum, wenn man sagt, es war ja eigentlich gar nicht richtig real. Aber wir sind dann im Tagesbewusstsein und stellen das dann fest, dass es ja nur ein Traum war oder ein Gedanke und, oder ein Gedankenbild. Und dann ist es ja deswegen nicht real. Es hat nur eine andere Realitätsintensität, Realitätsdichte nenne ich es. Und so haben die Dinge, die wir dann in der sogenannten Wahrhaftigkeit, wo wir sagen, das ist jetzt real, real, um es mal unmissverständlich zu beschreiben, dieses Glas hier halte ich jetzt in der Hand und dann kann ich die Eigenschaften dazu ordnen, ist gefüllt mit Wasser und so weiter. Und damit habe ich das vor, ich trinke gleich daraus und so weiter. Also das sind alles Realitäten mit einer stärkeren Realitätsdichte, Qualität, als zum Beispiel, ich habe nur drüber nachgedacht über ein Glas. Okay, so gibt es Welten dazwischen. Und das hier, bleiben wir bei diesem Beispiel, ist nicht das Ende der Fahnenstange. Obwohl das auch real ist, gibt es noch Hyperrealitäten. Und das entspricht auch, ich glaube, auf eine sehr anschauliche Weise, wenn wir jetzt vom Erwachen der Menschheit sprechen. Das ist ja ein Zustand, den Sokrates und Platon übrigens ja auch als seinen Schüler schon beschrieben haben, als das Erwachen. Ja, wir treten sozusagen aus der Welt der Illusionen heraus, aus der Höhle, wie Plato sagt, und sehen dann irgendwann mal, und wir sind genau in der Phase, die Welt so, wie sie wirklich ist. Also ist sie auch eine Realität, die noch realer ist als diese hier. Und ich kenne sehr schöne Anschauungsbeispiele auch von Personen, die in einer bewusstseinserweiterten Phase berichtet haben. In meinem Film Solar Revolution habe ich die zum Beispiel mit drin, die interviewt wurden. Die sagten, in diesen Zuständen, die außerhalb von dieser Realität war, war da ist eine Welt, die realer erschien als diese hier, realer erschien als diese hier, und eine Welt, die quasi ist, wo die Bedeutung all der Dinge herkommt. Das sind so Beschreibungen von Leuten, die das alles erlebt haben. Also auch das ist eine höhere Realität, eine Hyperrealität. Also ich glaube, damit ist sehr viel anzufangen. Man sagt, Realität ist im Grunde genommen auch schon ein Gedanke, ja, obwohl man ihn nicht objektivieren kann. Nach dem Beispiel von Wikipedia wäre es eigentlich keine Realität.
Aber trotzdem gehört auch das mit dazu. Ja, danke schön. Das ist sehr spannend mit der verschiedenen Klassifizierung einer Realität, dass es eben nicht diese eine Realität gibt. Ich habe damals, ohne dein akademisches Wissen zu haben, also ich habe ja nicht studiert, ich habe ja alles immer nur selber aus dem großen Ganzen herausgesaugt, was da an Informationen ist. In meinen ersten Seminaren zum Thema Engel, das war ja meine Basis. Und Engel sind ja sowas von gar nicht real. Also wie kann man das denn beschreiben? Wie kann man Seele beschreiben? Es ist natürlich klar, in Zeiten der Aufklärung sind alle Dinge aus dem Fokus rausgerutscht, die man nicht sezieren kann, die man nicht beweisen kann, an die man glauben muss. Und ich habe immer gesagt, Leute, ich brauche auch Wissen. Ich liebe Wissenschaft. Ich liebe es auch, Dinge anzufassen und gut zu erklären auf einer Basis, die jeder verstehen kann. Aber es gibt eine Realität darüber, die so intensiv ist, die so überzeugend ist, für viele Menschen, nicht für alle, aber für viele, dass sie zur Realität wird. Für mich sind Engel als Energien, sind keine Menschen mit Flügeln, als Energien so real, dass ich mich damit geheilt habe. Und wer heilt, hat recht. Also was ist Realität in dem Zusammenhang? Also ich denke, es ist wichtig, nochmal zu erkennen, dass unsere Sprache sehr begrenzt ist. Die Sprache, egal welche wir nutzen, ob wir nur Deutsch sprechen, Englisch sprechen, wie auch immer, ist eine begrenzte, ist eine künstliche Sprache. Die Sprache war ja nicht da, bevor die Erde existierte und wir sie einfach nur benutzen, sondern wir haben sie irgendwie mit Syntax und semantischen Parametern versehen, in die Bedeutungslehre gebracht, sodass man damit ja auch umgehen kann. Die Sprache hat ja was ganz Wertvolles auch. Okay? Aber es neigt zu Missverständnissen. Tiere sprechen nicht, die kommunizieren eher telepathisch. Da werden wir wieder hinkommen jetzt. Warum ich das aber jetzt sage an der Stelle ist, dass Sprache, egal welche Sprache wir benutzen, insofern nicht nur zu Missverständnissen neigen, die ja oft zustande kommen. Obwohl wir die gleichen Begriffe benutzen, hat jeder eine individuelle Erfahrung zum gleichen Begriff. Ja. Weil er einfach mal unterschiedliche Erlebnisse hat. Wir weichen alle voneinander ab. Das ist schon mal das eine. Aber wenn wir überlegen, wenn es jetzt um das Thema der Seele geht, und das ist ein schönes Beispiel, und meinetwegen dann Engel und so weiter, bleiben wir bei der Seele. Das ist ja so die elementarste Essenz dessen, was wir auch die göttliche Ebene nennen können. Dann ist es etwas, wo man sagt, das ist ja eigentlich nicht real. Aber wer sagt das, dass es nicht real ist? Es ist die Quelle, wo alles, was Bedeutung hat, herkommt, wo alles eins ist. Und nur weil wir ein sehr begrenztes Sprachinstrument nutzen, um in der Deutung auch, wenn wir darüber legen und darüber zu Erkenntnissen ja auch kommen wollen, Bemühungen sind ja da und schon sehr lange, seit Tausenden von Jahren, drehen wir uns immer wieder an der ganz bestimmten Stelle, wo es nämlich ins Allgemachte geht, um Kreis. Wir kommen nicht zu diesem Ergebnis. Eine Verstandeslogik ist so begrenzt, dass sie genau den wichtigsten Bereich, wer wir wirklich sind, als quasi Geschöpfe Gottes, ja, der Allschöpferebene. Nur weil man sie nicht beweisen kann und weil man sie nicht sehen und messen kann und eben so weiter und sie vielleicht für einige sogar unlogisch klingt, ist sie ja nicht da. Aber ich denke mal, sie ist das Logischste überhaupt. Denn aus Zufall ist das Ganze in seiner ganzen Komplexität und Unfassbarkeit, im wahrsten Sinne, im doppelten Sinne des Wortes, ja nicht einfach so entstanden. Okay, also da ist ein schönes Zitat von Max Planck, mein Lieblingszitat von ihm übrigens, wie er sagt, aus nichts lässt sich nichts herleiten, auch nicht mit den exaktesten wissenschaftlichen Methoden. Also es ist irgendwo hergekommen und nicht zufällig hineingewürfelt. Ja, und da kommt dann der Satz, Gott würfelt nicht und so weiter. Es hat also eine Ordnung, eine göttliche Ordnung, die ich auch kosmisch orchestriert nenne. So, das sind die Ebenen, die hyperreal sind, habe ich eben schon mal benutzt, diesen Begriff, die sozusagen aus der Ebene kommen, wo wirklich alles, und ohne dass man sie in Frage stellt, dass man sich überhaupt die Frage stellt, ist das jetzt real oder nicht? Träume ich das nur? Das stellt sich nicht, weil wir es einfach wissen. Ja? Weil die Dinge außerhalb unserer Verstandesdeutung erfasst werden. Ja, es gibt viele Menschen, die
einen sehr großen Überblick haben über das, was auf der Erde geschieht, was auch jenseits der Erde geschieht, was auch in kleinsten Teilen geschieht, ob in den Quanten. Es ist nur für Menschen, die diesen akademischen Überblick haben und die sich einfach auch nicht so intensiv damit beschäftigen, eben schwer zu verstehen, wie unendlich komplex dieses Leben ist. Und dann zu sagen, wie du deinen Vater zitiert hast, ja, für mich ist nur real, was ich anfassen und beweisen kann. Das schränkt das Ganze so sehr ein. Und ich glaube, das ist auch eine Sackgasse, in der die Menschheit sich gerade befindet, dass wir eben diesen, ja, hyperrealen, also diesen übergeordneten Dingen immer noch nicht genug Bedeutung beimessen. Ich meine, du und ich, wir sind ja diejenigen von vielen, die eben sagen, wir möchten den Horizont der Menschen erweitern für diese erweiterte Realität, für Dinge, die man eben nicht auf dem Seziertisch erklären kann und auseinanderfriemeln kann. Ja. Ja, Realität. Also letztlich habe ich werde das oft gefragt, wie ich mit Träumen umgehe, was Träume für mich sind. Für mich sind Träume mein ganzes Leben lang eine zweite Realität gewesen, weil ich jede Nacht träume, jede Nacht intensiv träume. Ich bin noch nicht im luziden Zustand, aber ich nähere mich dem an. Also, dass es immer leichter wird, auch aus Sackgassen in einem Traum herauszulenken. Und dennoch war es für mich immer genauso real wie der scheinbare Wachzustand. Deshalb habe ich mich immer schwer getan, anderen zu erklären, was ist denn Realität? Für mich ist beides real gewesen. Und das halt einfach alleine schon so zu erklären, das kann man noch ganz gut nachvollziehen. Dann natürlich diesen Bogen weiter zu öffnen, weiter zu spannen und zu sagen, es gibt eben auf Seelenebene, auf einer höheren, auf einer Metaebene noch so viel zu entdecken, so viele Dinge wie Paralleluniversen, worüber wir auch noch sprechen werden, so viele Dimensionen, in die wir uns hochschwingen können, wenn wir eben mal unsere Scheuklappen öffnen und wirklich hinschauen, was da alles noch existiert. Das ist ja mein großer Wunsch, den Menschen das zu ermöglichen, dass sie ihre eigenen Scheuklappen öffnen und mehr erkennen als nur diese kleine Absolut. Welt vor ihren Füßen. Ja. Letztlich ist ja alles, was wir empfinden, was wir für wahr halten, was wir wahrnehmen, wie du hast es gerade schon angesprochen, immer nur auf der Basis zu bewerten, dessen, was wir schon erlebt haben, was wir gehört haben, was wir glauben. Ja. Und kann man dann noch von Realität sprechen? Ja, einer der größten Philosophen der letzten 400, 500 Jahre war Immanuel Kant. Und Immanuel Kant ist ja auf einer hochintellektuellen, philosophischen Ebene, analytischen Ebene zu dem Ergebnis gekommen und spricht von dem Ding an sich. Er nennt das das Ding an sich. Bewusst Ding. Er ordnet das keiner Sache zu. Es ist einfach ein Ding, ja, das unterscheidet er schon. Und dieses sogenannte Ding, also ich habe lange nicht genau verstanden, was er damit meinte. Ich habe mich mal gewundert, warum ist das für die meisten, die ich selber verehrt habe als Philosophen, der Überflieger sozusagen. Mählich weiß ich das, warum er so genannt wird, ja. Obwohl er auch seine Macken hatte und vielleicht sogar seine Fehldeutung. Aber da hat er sehr richtig gelegen mit dem Ding an sich. Und es trifft das, was zu, oder auf das zu, was du gerade gesagt hast. Das Ding an sich ist die Sache so, wie sie ist, unbewertet. Es ist eine Deutung daraus, kann man weit noch in die Breite gehen mit dem Thema, aber ich glaube, das ist für uns jetzt in der Gesprächsrunde am wichtigsten, dass es Dinge gibt, und dazu zählt ja eigentlich auch die Seele. Wir nennen es wir nehmen diesen Begriff Seele, ja, ein künstliches Wort, wo wir uns irgendwann mal geeinigt haben, und haben aber eine Vorstellung dazu, was wir Seele nennen, und wissen gar nicht genau, ob das wirklich stimmt, aber das müssen wir gar nicht genau wissen. Aber die Seele an sich, ich nehme das nur als Beispiel, ist ja das, was sie ist, völlig unbewertet. Und so ist natürlich auch die Frage, das Gute und das Böse, das sich ja auch in der Polarität sehr schön ergänzt. Keine Berge,
ohne Täler oder eben umgekehrt. Ja, das eine bedingt das andere. Und der Frage nachgehen, und das habe ich sehr ausführlich gemacht, wie kam das Böse quasi in die Welt? Und dann habe ich mich auch an Immanuel Kant wieder erinnert, genau an diese Stelle, und die Frage gestellt: Gibt es denn das Böse an sich überhaupt? Es ist nur eine Bewertung von einer Sache. Ja, es ist nicht die Sache an sich. Wir bewerten eine Sache und sagen, die ist aber böse. Und Goethe war ja derjenige, der in Faust sehr schön dargestellt hat, die Kraft, die Böses will und Gutes schafft. Ja, also genau, ich sage mal, für den Satan, während wir hier das Umgekehrte, also genau das Böse personifiziert. Ja, und das gehört zu diesem Spiel. Aber worum es hier jetzt geht, ist, dass wir erkennen, dass es da eine Metaebene gibt, dass sozusagen wir, die wir umschreiben mit alles, was ist, wir nennen sie Gott oder wer auch immer wir sie nennen wollen, ist eine Ebene, die außerhalb der Beweisführung auch liegt, die wir aber intuitiv fühlen. Wir wissen das. Ja, sonst würden wir gar nicht interessieren. Wir sind spirituelle Wesen und wir sind in spirituellen Kernthemen jetzt gerade unterwegs und würden uns überhaupt nicht interessieren für diese Dinge, wenn wir nicht eine aktive Seele hätten. Ja, einfach diese Lust des Erforschens. Also wenn man ein Kind lässt, ihm Ja. auch die Zeit lässt, den Raum lässt, dann will es alles erforschen. Ich weiß nicht, wie, ich bin zwar selber keine Mutter, aber ich habe das erlebt mit meinen Nichten und Neffen, diese Phase, in der nonstop Fragen gestellt werden. Zu allen Dingen. Und die Erwachsenen wissen manchmal selber überhaupt nicht, was sie dazu antworten sollen. Aber dieser Urinstinkt, die Dinge durchdringen zu wollen, erklären zu wollen, wissen zu wollen, der ist in allen Menschen da, oder? Also, und das dann wirklich auch lebendig zu halten, das hält nach meiner Meinung auch jung. Immer wieder mal ein bisschen zu experimentieren, was kann ich mir alles noch anschauen in dieser irre großen Welt mit diesen unfassbar vielen Details. An den Punkt zu kommen, nicht nur das scheinbar Reale erfassen zu wollen, sondern tiefer oder auch höher zu schauen, was ist des Pudels Kern, um Goethe nochmal zu zitieren, was ist wirklich die Wahrheit? Und ich komme immer an diese beiden Fragen, wer bin ich wirklich, was will ich wirklich? Und damit erfassen wir uns in allen Aspekten, nicht nur, wer bin ich körperlich, was ist mein Geschlecht, was ist mein Charakter, was ist mein Potenzial. Potenzial geht dann schon in ein bisschen tiefer. Was ist da drunter? Ja. Was habe ich mitgebracht in dieses besondere Leben? Und das zu durchdringen, dann wird es hyperreal, dann werde ich hyperreal, weil ich mich immer mehr erfasse, das Ja. Leben immer mehr erfasse. Jetzt kriege ich Genau. gerade Gänsehaut. Also diesen Bogen zu machen zwischen real ist das, wie du sagst, das ist ein Glas, da ist Wasser drin. Und dann zu sehen, es gibt noch viel, viel mehr. Es gibt unsichtbare Dinge, es gibt unerklärliche Dinge, die ich aber für mich in meinem Sein lernen kann zu deuten, zu hinterfragen, zu durchdringen. Genau. Das macht für mich dieses Leben zu einem riesengroßen Schatz. Ja, da können wir auch wieder das Staunen lernen. Also ich folge ganz gern wie in der Kindheit noch dem Staunen. Ich habe mir das nie so ganz abgewöhnt. Ich habe mir das noch relativ verhalten, obwohl eben von eben ja Menschen, die natürlich in diesem Falle mein Vater in ganz besonderem Maße waren. Gab ein paar andere mehr noch, und die dann aber gesagt, ist ja alles unsinnig oder irreal oder wie auch immer. Fantasiert, aber auch die Fantasie hat ja ihre Berechtigung. Und Unbedingt. in der Kleinkindheit, da haben wir ja, sind wir noch gar nicht so, ich sag mal, konditioniert worden mit den begrifflichen Dingen sozusagen. Dieser Gegenstand heißt so und den nennt man so und dann kommt die Grammatik hinzu und so weiter. Das ist ja alles was Künstliches. Als Kind sehen wir die Sachen noch so im Zustand des Staunens, weil sie alle neu sind. Und wenn wir Als sie dann Ding. als Ding, genau, als Sache. Das klingt natürlich ein bisschen unromantisch, aber das hat viel mehr Romantik, als überhaupt jede Beschreibungsart es ermöglicht. Ne? Also da ist es nicht nur zulässig, sondern dazu rate ich, mehr wieder wie ein Kind zu werden, ins Staunen zu gehen. Ich glaube, wir kennen den Ausspruch, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, werdet wie die Kinder, aber unabhängig davon, wer es gesagt hat, es kann Jesus gewesen sein, es ist genau der Zustand, dass wir zum Schluss letztlich da loslassen.
da beginnt die Bedeutung ganz besonders wirksam und wichtig zu werden. Loslassen spricht man schon seit Jahrzehnten. Wir brauchen aber loslassen von den Konzepten, von den Modellen, vom Automatismus, Autopilot und so weiter. Das sind die Dinge, worum es jetzt geht. Ja. Und die Realität einfach mal Realität sein lassen, so wie sie ist. Ja, also ich möchte da immer wieder ganz kurz noch ergänzen, weil wir es jetzt wirklich sehr schön aus vielen Blickwinkeln betrachtet haben. Für mich ist die Natur, die Pflanzenwelt, die Tierwelt etwas, das mich immer zum Staunen bringt. Ich habe im Moment 2 Millimeter große Grashüpfer und winzige Gottesanbeterinnen überall in den Pflanzen, die jetzt natürlich langsam wachsen über den Sommer. Ich habe einen Kürbis, den habe ich beobachtet von einer kleinen Perle an einer langen, langen Faser, der mittlerweile 50 Zentimeter Umfang hat. Ich gehe jeden Tag in den Garten und staune über dieses Riesending. Ja? Also da wirklich uns selbst das Geschenk zu machen, zu staunen. Danke, lieber Dieter, das ist ein tolles Wort. Die Welt wirklich aus Kinderaugen zu sehen, denn als Kind sehen wir noch die Wunder hinter allem, ohne sie direkt erklären zu müssen. Und Wunder sind einfach wichtig in diesem Leben, damit wir nicht den Verstand verlieren, wobei das tatsächlich manchmal ganz sinnvoll ist. Und vielleicht noch eins, ich habe ja von dem Guten an sich gesprochen oder Bösen. Ich habe von dem Bösen an sich gesprochen, dass das immer subjektiv ist, aber es gibt ja auch das Gute an sich, nennen wir das mal so, das an sich heißt in der Essenz, ja. Und das ist tatsächlich der Fall. Ich erinnere noch ganz genau, wie ich vor vielen Jahren ein Gespräch geführt habe an den Goethe-Tagen, übrigens genau dort auch in Weimar, wo ich Bernd Kolb traf, der in Marrakesch ein großes spirituelles Zentrum aufgebaut hat und wo er sozusagen einen Weisenrat einberufen hat und wollte dort sozusagen diese Themen, ich sag mal, nicht standardisieren, aber weiter auch nach außen tragen. Okay. Und da war eine entscheidende Phase dabei, weil er hatte dann schon zu dem Zeitpunkt, als ich ihn kennenlernte, mir gesagt, Dieter, das ist alles noch da, wir nehmen das heute als ein Hotel, schau es dir mal an, es sieht aus wie ein Märchen. Es ist atemberaubend schön, aber es wird nicht mehr genutzt. Und ich bin relativ traurig, weil wir haben eigentlich kaum Menschen gefunden, die diesen weisen Rat hätten darstellen können. Es waren große Namen dabei, die ich jetzt nicht nennen möchte. Und dann sagte ich ihnen, und dann fragte ich noch so ein bisschen, da kam Folgendes heraus. Deswegen erzähle ich das jetzt. Er sagte, ja, wir haben eigentlich festgestellt, wie subjektiv doch alles ist. Und wir haben das Gute nicht richtig definieren können. Da haben wir das mit der Realität, ja. Und dann habe ich ihm gesagt, für mich ist das Gute an sich dadurch gekennzeichnet, indem wir einfach die Natur in ihrer Naturbelassenheit nehmen. Die Natur in ihrer Naturbelassenheit, wo man noch nicht manipulativ eingegriffen hat. Das ist das Gute an sich. Denn nur so ist Leben überhaupt erst ermöglicht. Das hat ihn so beeindruckt und sagt, Dieter, wenn ich das ein paar Jahre eher gewusst hätte, hätten wir das Projekt wahrscheinlich tatsächlich gestartet. Werde ich nie vergessen. Ja, ja, und das ist von großer Bedeutung, was ich da gerade sage, für unsere jetzige Gegenwart. Ja, und ich denke, wir haben gerade was ganz Wichtiges zustande gebracht, liebe Sonja. Das ist auch für mich jetzt gerade bereichernd gewesen, das mal so kompakt darzustellen und zu erfassen. Ja. Wundervoll, immer wieder eine ganz, ganz große Freude mit dir, lieber Dieter, zu philosophieren und in diese Themen einzutauchen, die so viel größer sind, als wir immer noch glauben. Also vielen, vielen Dank. Und ich habe das Gefühl, in diesem Gespräch sind alleine wieder viele Themen hochgekommen, die wir nochmal separat anschauen können, wie zum Beispiel eben die Parallelwelten, diese verschiedenen Dimensionen, all dessen, was ist und auch was ist gut und böse. Auch das machen wir aber außerhalb der Serie nochmal über die Verhinderer zu sprechen, die uns daran hindern, in unsere wahre Kraft und Größe zu kommen. Also wir haben noch viele tolle Ideen und ihr Lieben, die zuschauen. Also ihr könnt sehr gerne in die Kommentare natürlich schreiben, wie es euch mit unseren Betrachtungsweisen geht. Gerne Ergänzungen oder auch Richtigstellungen, denn meine Community ist fantastisch, also was da in den Kommentaren steht, wunder, wundervoll. Und wir sind immer offen auch für neue Themen, denn ihr merkt es ja, wir haben einen großen Erfahrungsschatz, den wir so, so gerne teilen, denn es ist toll, wenn Menschen wirklich leben, statt nur zu existieren. Also vielen, vielen Dank, lieber Dieter, es war mir wieder eine Wonne und
Danke an alle, die zugeschaut haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mal ciao.